So, Buchladen. Wo ist hier ein Buchladen? Warte mal. Er hat doch vorhin. Mickeys war wegen dem Safe. Da können wir doch erst noch mal vorbeischauen. Wenn wir schon mal da unten sind, können wir doch erst in den Buchladen vorbei. Boah, ich habe Krieg Gänsehaut hier. Warum, ey? Mickey ist immer noch in seinem Büro. Okay. Da kommen wir also nicht weiter. Wahrscheinlich erzählt er das gleiche wie vorhin. Ich muss mit Mickey reden. Okay. Er ist nicht drin. Okay. Er ist in seinem. Ja, gut, Er ist sehr gründlich. Wird eine Weile dauern. keine Chance. Gut, dann gehen wir wieder. Buchladen. Ja, ich. Nur leider wird uns der Buchladen nicht angezeigt. Ne? Das ist gerade, wo ich denke, nee, was machen wir jetzt? Drei Sachen, die müssten irgendwie Bücher, Dings, genau. Washington Square Park. Wir bräuchten von ihm was zum. Brauche Koffein. Ja, okay, wir Muss machen. wach werden. War ja eine lange Unterhaltung mit dem Typen da in der Nähe gegenüber ihrer Wohnung. Gönnen wir uns noch mal ein kleines Käffchen mit einem Törtchen, falls wir das kriegen. Ich wünschte, ich könnte mich hier eine Weile ausruhen. Er hat doch vorhin gesagt, er braucht irgendwas als Anregung. Was könnten wir ihm denn da als Anregung? Manuskript. Ne, das ist für ihren Dings. Warte mal, wie wär's das da? Kapier ich nicht. Hätte mich jetzt gewundert, wenn du es kapiert hättest. Das klappt nicht. Okay. Auch nicht. Das hier. So behandelt man doch kein Original. Ich sollte es verscherbeln. Okay, funktioniert auch nicht. Jetzt romantisch werden ist keine gute Idee. Okay, das funktioniert auch nicht. Was macht man denn jetzt? Das kann nichts irgendwie was. Nur Klamotten und Notizbücher. Immer der gleiche alte Kram. Ja, okay. Dann können wir da jetzt nichts machen. Ich merkwürdig. Wie geht's jetzt? Was machen wir denn jetzt? Gehen wir noch mal im Park. Da haben wir ja noch diesen einen Yogi sitzen, ne? Reden wir denn erst noch mal mit ihm. Vielleicht können wir irgendwas Neues. Denk nicht morgen, denk an jetzt. Das ist eine Nachricht, die hatten wir noch nicht. Denk nicht an morgen. Denk an jetzt. In 5 Jahren kommt der Atomkrieg. Ich sehe doch, was mit seiner Haut passiert. Seine Hände sind wie Klauen. Und es wird immer schlimmer. Bis er stirbt. Noch ist er nicht tot. Okay, vielleicht war die Atomkrieg-Analogie ein wenig daneben. Ich bin sicher, ich krieg ein besseres Symbol für schwindende Schönheit hin. Lass uns später weiterreden. Moment, ja, vielleicht kriege ich dich jetzt mit der Rose vielleicht Diese rum. Rose, sieh sie dir an. Was Schön nur heut, funktioniert? weg schon morgen. Und da sagst du, was morgen welkt, ist heute schon keinen Deim wert? Dein Mann macht dir Schmerzen. Kann eine Rose auch. Und doch sind beide zerbrechlich. Ich glaube, du hast recht mit dem, was du sagst. Mein Mann sitzt in Alcatraz. Ich darf einmal im Monat mit ihm reden, durch ein kleines Fenster mit Telefon. Während deiner gerade mal auf der anderen Straßenseite sitzt. Also geh zu ihm und versöhn dich gefälligst, du Idiot. Danke, Christine, Liebes. Wow. Erstes Gespräch und dann geht das mit der Rose. Okay. Muss ich mir merken. Denn dieses. Ja. Hey Naja. Leute! So, warte. Matti sieht wieder glücklich aus. Matti. Die Manchmal braucht es Haarmatte. nur Kaffee und ein paar Lügen, um eine Ehe zu retten. So, Was Sata? hat Joe dir gegeben? Nur ein altes Tagebuch.
Erdbebenerinnerungen. Ich hab's noch nicht einmal gelesen. Die ersten Seiten waren eine Zumutung. Ich hab's verkauft. Warum hast du mir nichts gesagt? Und wohin? Ich weiß von dem Tagebuch. Warum hast du Tagebuch verkauft? Warum hast du das Tagebuch verkauft? Ich musste alle meine Bücher verkaufen. Traurig, ich weiß. Wer weiß von dem Tagebuch? Was weiß ich? Mit deiner großen Klappe ruinierst du noch alles. Ja, und genug geredet. Er hat's verkauft. Wo hat er's denn verkauft? An wen? Ich wollte dich was fragen. Okay. Nimm doch mal die Zunge da raus. Nee, wir haben alles durch. Ja, ich dachte, ihr könnt doch mal scrollen. Ne? Aber anscheinend nicht. Ja, gut. Also ich denke mir, dass es ein Buchladen verkauft hat. Nur mir wird doch kein Buchladen angezeigt auf der Map. Also hänge ich da irgendwo fest. Hier ist was Neues. Buchhandlung. Guck mal, geil. Lower Death. Ihr Mensch. Jetzt geht's weiter. Geil. Die Story geht weiter. Hohoho. Geil. Okay, was machen wir als nächstes? Wir gucken uns erstmal die Leiter an. Irgendjemand ist immer da oben. Verloren in einer Wolke aus Poesie oder Pornografie. Ich mag keine Leitern. Okay, dann lass es. Sie mag die alten Klassiker. Der Song ist ziemlich gut. Es gibt keinen Grund, die Musik zu wechseln. Okay, Autorenbilder. Sie alle haben hier mal Lesungen abgehalten. Oder wurden hier rausgeworfen. Die kann ich nicht verticken, die sind nichts wert. Okay, und überhaupt, klar. Bu ist meine Hehlerin. Auch wenn sie nichts davon weiß. Bu. Nee, B war das die aus dem Laden. Das müsste dann Bu sein, oder? B, Bu. Buchhändlerin. Was haben wir noch? Hier unten Tasche mit Büchern. Bücher des Buchclubs. Wir bestellen sie unter falschem Namen und verkaufen sie dann weiter. Die meisten sind zu langweilig, um wirklich was wert zu sein. Deswegen stehen sie hier rum, weil sie keiner haben will. Was? Antike Kasse. Schöne Kasse. Stammt wahrscheinlich noch aus den Anfangszeiten der Barbary Coast. Ich glaube nicht, dass sie mich lässt. Außerdem sind das nur Peanuts im Vergleich zum eigentlichen Jackpot. Okay, dann sprechen wir jetzt mit ihr. Die hübscheste Buchhändlerin in San Francisco. In ihrer Gegenwart verlernen Männer reihenweise das Lesen. Ihre Zwillingsschwester arbeitet bei Mickeys. Was liest du zurzeit? Hast du was zu essen? Ich verhungere. Ja, hast du was ich zu auch. Essen? Ich hab noch nicht gefrühstückt. Verhungere. Geht mir jetzt. Genauso. Ich lebe von den Resten, die Goldie täglich aus dem Club mitbringt. Ich sitze knapp seit 10, 11 Uhr dran und bin das am Aufnehmen. Und ja. Heute bin ich mal zum Kaufen. Ich lese zurzeit. Was liest du zurzeit? Jack London. Er hatte ein seltsames Frauenbild. Heute bin ich mal zum Kaufen hier. Sutter hatte dir ein Tagebuch verkauft. Hast du es noch? Wenn du willst, können wir tauschen. Ich suche zum Beispiel gerade neue Romane von Evan Campfield. Tun wir das nicht alle? Moment. Du kommst zu meiner Party, richtig? Klar. Haben wir doch was. Neue Romane. Hier, warte mal, das wäre doch mal, oder? Oh, Baby, du bist so gut zu mir. Wo findest du diese Sachen nur immer wieder? Tja. Ich bin gerade knapp bei Kasse, aber du kannst jedes Buch haben, das du willst. Abgemacht. Ich reserviere dir die besten Bücher nächsten Monat. Versprochen. Ich brauche das Buch von Zatter. Ich werde wahrscheinlich nicht mehr hier sein. Ich nehme das Tagebuch der Zatter dir. Ich kann ihm noch ein Buch... So. Ich nehme das Tagebuch, das Zatter dir verkauft hat. Gebonkt. Hat's es jetzt? Hey, hast du Lust, nächste Woche zu meiner Aufführung zu kommen? Diesmal habe ich sogar eine Sprechrolle. Sorry, aber ich bin nächste Woche nicht da. Na gut, schade. Sagst du den Jungs Bescheid? Ich guck mal rein. Ein attraktiver kleiner Schlüssel hat sich darin versteckt. Oh, what? Der S-Schlüssel. S wie Sutter. Joe hätte echt mal besser überlegen können, wem er diese Schlüssel gibt. Ich sollte wohl besser mal im Café vorbeischauen, um Sutter zu sagen, dass ich das Buch wieder habe. Wenn der rauskriegt, wie viel Ärger er mir gemacht hat, wird er direkt wieder suizidal. Ist
Ach. Hey, Sutter. Ich hab Joes Buch wieder. Ja. Genau das, was du im Buchladen versetzt hast, statt drauf aufzupassen. Sutter? Kein Wunder, dass mein Leben so ein Chaos ist. Alle meine Freunde sind Idioten. Jawohl, okay, alles klar. Er will nicht mit uns sprechen, Sutter? Oder? Nee. Was haben wir? Wer ist das denn? Bernadette? Ach, die Bernadette, das ist hier. Warte mal, genau, wir Bernadette. Ah, warte mal, was hat das hier? Joes Plan für einen Safe, würde ich sagen. Steht aber nicht drauf, wo der Safe eigentlich ist. Hier steht, die Schlüssel sind bei Bernadette, Viv und Sutter. Ich wünschte, er würde Bernadette aus solchen Sachen raushalten. Oh Mann, Vivian ist wahrscheinlich gerade zu Hause und fragt sich, wann ich mit der Miete rankomme. Geil. Sutter hängt normalerweise im Café rum. Genau wie Bernadette. Dale, ne, da scheiße ich auf diesen Piskop da, ey. Bernadettes Handtasche. Wir sind, unanständig. Wir reden das mit der Bernadette. Hey, Tomate. Hat Joe damals was hier gelassen? Einen Schlüssel vielleicht? Ich erinnere mich. Ich habe keine Ahnung, wo er ist. Hast du jetzt Zeit, den Schlüssel zu suchen? Sicher. Lass mich nur eben diese Skizze beenden. Wenn du durch meinen Skizzenblock blätterst, siehst du, wie Sutter langsam eine Glatze kriegt. Okay, sehen wir auch so. Oh, jetzt sind wir bei ihr zu Hause. Guck an. Tut mir leid. Hier sieht's furchtbar aus. Ach, du solltest mal meine Bude sehen. Hey, posier mal eben. Über meine Therapie habe ich angefangen, figurativ zu arbeiten. Ich bin leider etwas in Eile. Du bekommst auch den Schlüssel, den Joe mir gegeben hat. Na gut, aber nur für ein paar Minuten. Oh, wow. Dass sie so einfach so sagt, dass sie den Schlüssel hat. Hast du immer noch, Du hast immer noch keinen Mitbewohner gefunden? Keiner kommt mit meinem Chaos klar. Ich kenne Leute, die Modelle suchen. Okay, falls alle Stricke reißen, komme ich vielleicht darauf zurück. Jetzt immer noch in dieser Serie über weibliche Helden. Was ist eigentlich aus der Sache mit deiner Galerie geworden? Was ist eigentlich aus der Sache mit der Galerie geworden? Ich habe ihnen einige Bilder vorbeigebracht, aber sie haben sich nicht mehr gemeldet. Hast du bei ihnen angerufen? Die haben mir das Telefon abgestellt. Bist du vorbeigegangen und hast nachgefragt? Nein. Wie hätten sie sich dann bei dir melden sollen? Aber es ist immer noch, ich habe dein Abteil noch nie Tage gesehen. Ich habe dein Atelier noch nie bei Tag gesehen. Ich glaube, ich auch nicht. Arbeitest du immer noch an deiner Serie über weibliche Helden? Ich versuche es. Aber ich traue mich nicht, Leute danach zu fragen, ob sie für mich posieren. Und ich müsste hier auch erst aufräumen. Außerdem arbeite ich nicht sehr schnell. Kannst du dich mit Gravuren aus? Ist es hier immer noch so laut? Ist besser geworden. Es gab ein paar Bildhauer den Gang runter. Aber die sind nach Tangier abgehauen. Stimmt irgendwas nicht. Hat das Geld im Überfall irgendwo versteckt. Erzähl's keinem. Aber Joe hat das Geld vom Überfall irgendwie versteckt. Also dafür ist der Schlüssel. Warum hat er ihn nicht dir gegeben? Eine sehr gute Frage. Ich weiß nicht, was mit Gravuren auf sich hat, aber... Kennst du dich mit Gravuren aus? Ja. Ich habe mal darüber nachgedacht, mich mit Druck zu beschäftigen. Aber was die Welt wirklich braucht, sind weibliche Maler. Was hältst du von einer kleinen Fälschung? Weißt du, wer wirklich gut ist? Vivian. Stimmt. An die habe ich ja gar nicht gedacht. Ja, das mit den Druckplatten, das haben wir bei Vivian schon abgegeben. Da war ich ja, da haben wir die Geschichte mit ihr irgendwie, alles klar. Stimmt irgendwas nicht? Du bist bald weg, oder? Ich sehe es in deinen Augen. Du hast Nomadenblut. Genau wie Joe. Schreib mir hin und wieder mal. Ja, damit ich weiß, dass du noch lebst. Erzähl's keinem. Aber Joe hat das Geld vom Überfall irgendwie versteckt. Also dafür ist der Schlüssel. Warum hat er ihn nicht dir gegeben? Eine sehr gute Frage. Okay. Gespräch beenden. Haben wir irgendwas, wo wir uns angucken können? Neues? Läuft. Kein Schlüssel hier.
Er ist elefantenförmig. Ist wohl für den Zoo. Aber schicker Rüssel. Unter der Dame vielleicht. Hey, ist er das? Ich habe einen Schlüssel gefunden. Er ist aus Plastik. Deiner ist aus glänzendem Metall. Stimmt. Könnte er hinter diesen Bildern sein? Vorsicht! Ich habe seit Monaten nicht mehr Staub gewischt. Du Ferkel. Wie ist die Aussicht? Der Nebel verschluckt alles. Ist dir kalt? Keine Sorge. Alles in Ordnung. Was haben wir da noch? Oh nein, eine ganze Box voller Schlüssel. Das müssen Hunderte sein. Deine hat geglänzt. Die da drinnen sind schon alle verrostet. Warum hast du so viele Schlüssel? Ich sammle sie. Das wird mal eine Installation. What? Das ist Bernadette. Wir haben uns früher ein Atelier geteilt. Sie sieht fertig aus. Okay, das... Gespräch hatten wir schon. Fenster... Warte mal, hier ist noch was. Flyer. Hier ist ein Flyer für die Galerie. Warte mal. Der Schlüssel, den du suchst. Vielleicht ist er in der Galerie. Ich muss noch eben meine Pinsel sauber machen. Ich zeig dir, wo du hin musst. Ich dachte, die hat den Schlüssel für die Galerie zu Hause. Jetzt müssen wir doch wohin? Ach, guck mal, wer da steht. Wir haben jetzt immer noch Detective Dressy. Die Schmalzlocke, ey.